Ihr wisst sie, meine Bücher beginnen alle mit einer direkten Anrede an das Kind. Und hier steht zum Beispiel: Liebes Kind, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausmalen und beim Erlernen des Alphabets mit Hilfe der Mundlaute-Tabelle. Und am Ende, natürlich, spreche ich sie wieder direkt an. Da gibt es dann das Sätzle. Liebes Kind, das Malbuch ist nun zu Ende und hat jetzt viele bunte Gesichter. Übersteht's weiter fleißig und behende, wer weiß, vielleicht wirst du ein Dichter. So, und für die, wo es durchgearbeitet haben, auch bei den Buben, gibt es noch ein Abschlusswort. Eins, das sie natürlich nur verstehen und übersetzen können, wenn sie das ganze Buch natürlich durchgearbeitet haben. Und es soll ja spielerisch passieren, bitte. Das heißt, es gibt was zum Ausmalen und aber auch gleich, wie ihr sehen könnt, auch die schwierigen Buchstabenkombinationen wie CH oder SCH und so weiter findet man dort drin. Im Übrigen auch Ö und Ä und Ü, auch die findet man in diesem Buch. Es ist also an alles gedacht worden. Im Übrigen habe ich die natürlich selber gemalt und grafisch umgesetzt. Und weil diese, wie nennt man der, diese Manga-Figuren so im Kommen waren zu dieser Zeit, habe ich natürlich auch das in diese Art und Weise grafisch interpretiert. Tja. Gut, mehr habe ich, ich glaube, darüber nicht zu sagen, außer natürlich, dass man hinten alle Bücher immer finden kann, hier, und die ISBN-Nummer angegeben ist und man kann sie bei mir im Shop bestellen oder im Buchhandel. So, danke fürs Zuschauen. Ich glaube, ich habe euch jetzt die zwei Bücher vorgestellt. Warte, eins habe ich noch im nächsten Video dann.